Das Rudolf-Tann-Stadion ist den meisten Vertretern der Stadt nicht fremd. Ein Rundgang lohnt sich dennoch, denn es gibt immer die eine oder andere Neuigkeit, insbesondere aus dem Vereinsleben, zu erfahren. Wie schon im vergangenen Jahr traf man sich also ein weiteres Mal vor dem Rudolf-Tann-Stadion. Der Obmann hatte wiederum Neues zu berichten und nutzte die Gelegenheit, das Stadion den zahlreich erschienenen Mitgliedern des Gemeinderats vorzustellen. Dabei kristallisierte sich einmal mehr heraus, die Kinder- und Jugendarbeit wird in Schwechat großgeschrieben. Der allgemeine Tenor, darauf kann man stolz sein. Ich möchte das eigentlich zu einer regelmäßigen Veranstaltung machen. Jetzt war es ganz wichtig, weil im Gemeinderat viele neue Gemeinderäte eingezogen sind nach der Wahl. Und da gibt es auch viele, die das Stadion und alles, was im Stadion passiert, nicht kennen. Daher ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich den Mandataren, die dann auch über unsere Subventionen oder sonstigen Dinge entscheiden, dass die ein bisschen einen Einblick haben, was passiert hier, wie sind die Abläufe. Und daher ist es einmal oder zweimal im Jahr notwendig, mache ich gern, dass ich eine kleine Führung mache und erkläre, was bei uns alles passiert. Ich kenne das Stadion in- und auswendig, gehörte schon einige Jahre auch zu meinem Aufgabenbereich, aber bin trotzdem gespannt, was wir heute von den Vereinsverantwortlichen vielleicht Neues hören, vielleicht eine gewisse Philosophie, was im Nachwuchsbereich gemacht werden wird, und denke, ja, kann immer wieder was mitnehmen von hier. Das Schwechater Stadion ist natürlich eine Institution, die gerne besucht wird von den Zuschauern und ist natürlich sehr wichtig für Schwechat. Was möchten Sie persönlich denn von dieser heutigen Begehung mit nach Hause nehmen? Ja, ich schaue mir gerne an, was so passiert, was es Neues gibt im Verein. Ich bin natürlich ein Fußballfan und schaue mir auch die Heimspiele gerne an. Und somit interessiert es mich sehr, was passiert im Verein. Ich kenne das Stadion relativ gut, aber nachdem eine große Runde an Gemeinderäten und sonstigen Interessierten da ist, wird es sicher ein informativer Spaziergang durch unser Stadion, und irgendwelche Platzeln gibt es immer, die man noch nicht kennt, und die werde ich mir heute anschauen. Ich bin als Vertreter der Stadt sehr, sehr stolz, dass wir eine derartige Anlage auch haben, die derartig im Schuss auch ist, mit allen Trainingsplätzen im Hauptfeld und so weiter. Das ist durchaus einzigartig, vor allem in dieser Größenordnung. Und ja, wir sorgen auch dafür, dass die Fußballjugend, der Fußball hier gespielt werden kann und ja, eine wunderschöne Anlage eben hat. Die Arbeit von Fußballverein besteht hauptsächlich darin, dass sie eine hervorragende Kinderarbeit macht, eine Nachwuchsarbeit. Da sieht man immer wieder in den guten Ergebnissen, die eingefahren werden. Und auch die Kampfmannschaft befindet sich auf einem aufsteigenden Ast. Ich glaube, dass es in ganz Österreich wenig Gemeinden gibt, die für die Jugendlichen und für die Kinder derart gute Nachwuchsarbeit bieten. Ich glaube, da ist der SVS vorbildlich. Mein Sohn mit 12 Jahren spielt selber da. Und es sind an Spitzentagen an die 300 Kinder beim Training hier. Und ich glaube, dass für die Jugendlichen sportliche Betätigung sehr wichtig ist. Und darum hat das Stadion für Schwechat und auch für die ganze Region und für die Jugendlichen vor allem eine riesige Bedeutung. Ich selber bin aufgewachsen in Schwechat, habe in Schwechat Fußball gespielt und habe selber einen Sohn im Leistungssport, der auch Fußball spielt. Also ich finde es fantastisch da. Und ich selber bin der Meinung, jeder Cent, der in die Jugendbewegung reingesteckt wird, ist perfekt. Schwechat ist eine Sportstadt. Und hier wird ganz viel Sport betrieben. Jetzt haben wir gerade gesehen, wie viele Jugendliche da oder Kinder um die Zeit hier gebracht, geholt, sonst was werden, weil halt trainiert wird. Es gibt natürlich viele, die kennen das Stadion und kennen auch die Abläufe. Für die ist es nichts Neues, aber für viele, die noch nie da waren, die sind sehr überrascht, dass da unten auf den Plätzen 250 Kinder trainieren, dass es viele Trainer gibt, die sich da intensiv damit beschäftigen, und was der Verein jetzt insgesamt für die Kinder und Jugendlichen alles leistet. Hier geht es ja nicht nur um den Sport alleine, hier geht es um ganz, ganz viele andere Dinge. Da geht es um soziale Kompetenz, um Regeln kennenzulernen, um mit Erfolg oder mit Misserfolg umgehen zu können. Und das gehört alles dazu zur Vereinsarbeit. Und das macht der SVS Fußball in hervorragender Qualität.